Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Smartphones bis 300 Euro im Februar vor. Wie bei unseren anderen Videos werden wir wie gewohnt die Vor- und Nachteile der Geräte erläutern und diese kurz vorstellen. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! Das Note 11 Pro 5G ist das Flaggschiff der neuen Redmi Note 11 Series. Es ist rund 150 Euro teurer als das ohnehin schon gute Basismodell Note 11 und bietet neben dem namensgebenden 5G-Handy ein deutlich größeres Display mit höherer Bildwiederholrate sowie eine bessere Hauptkamera, die allerdings identisch auch in den Mittelklasse-Modellen Note 11S und Note 11 Pro ohne 5G zu finden ist. Trotz des höheren Preises gehört das Note 11 Pro 5G noch zur Mittelklasse, auch wenn die Ausstattung durchaus nach Oberklasse aussieht. Das Display ist über jeden Zweifel erhaben und kann locker mit teureren Konkurrenten mithalten. Lediglich die variable Bildwiederholrate, die bei neuen Topmodellen mittlerweile üblich ist, fehlt hier. Auch die Kameraausstattung ist, abgesehen von der guten Hauptkamera, nicht sehr hochwertig. Die Beschränkung auf Full-HD-Videos ist enttäuschend und die Zusatzkameras hätten in dieser Preisklasse durchaus ein Upgrade gegenüber Basismodellen vertragen können. Der 5000 mAh Akku wird durch das integrierte 5G-Mobilfunknetz und den starken Akku gefordert und sollte etwas länger durchhalten als bei den kleineren Modellen. Laufzeiten von 1,5 bis 2 Tagen bei moderater Nutzung sind aber immer noch möglich. Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten, das das Gerät mit einer Ladeleistung von 67 Watt relativ schnell wieder auflädt. Auf das Xiaomi 11 folgt das Xiaomi 11T. Mit der T-Serie bietet der beliebte Hersteller stets eine erschwingliche Alternative zum Flaggschiff-Modell. Die Neuinterpretation der 11. Mi Flaggschiff-Generation setzt auf ein weniger schnörkeliges Design mit glattem statt abgerundetem Display, behält aber die technischen Tugenden des Mi 11 weitgehend bei. Das fängt schon beim Display an, das wieder mit der optisch ansprechenden OLED-Technologie aufwartet und dank 120 Hz Funktionalität Animationen besonders flüssig erscheinen lässt. Die Reduzierung der Auflösung von 3200x1440 auf 2400x1080 Pixel dürfte kaum ins Gewicht fallen und ist angesichts des deutlich niedrigen Preises zu verschmerzen. Auch der Kamera-Dreiklang aus Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Makroobjektiv bleibt erhalten, wobei statt der 13 Megapixel starken Ultraweitwinkelkamera des 11T nur eine etwas schwächere 8 Megapixel Variante zum Einsatz kommt, die beim Zoomen etwas an Detailzeichnung und Schärfe einbüßt. Haupt-, Makro- und Frontkamera bleiben auf dem gleichen hohen Niveau. Beim Akku gibt es sogar ein kleines Upgrade auf 5000 mAh Kapazität, was bei normaler Nutzung für bis zu 2 Tage reichen sollte. Aufgeladen wird mit flotten 67 Watt in einer halben Stunde. Das Innenleben wird vom MediaTek Dimensity 1200 Chipsatz gesteuert, der genügend Leistung für alle alltäglichen Anwendungen bereitstellt und energieeffizient arbeitet. Samsung aktualisiert mit der dritten Iteration A23 5G sein Top-Einsteigermodell A20. Während sich auf der Vorderseite im Vergleich zum Vorgänger lediglich die Bildwiederholrate von 90 auf 120 Hz erhöht und weiterhin auf die OLED-Farbenpracht verzichtet werden muss, gibt es auf der Rückseite sofort sichtbare Veränderungen. Das Kameramodul protzt auf den ersten Blick mit 4 Kameralinsen und einem LED-Blitz, doch abseits der Hauptkamera lässt die Fotoqualität zu wünschen übrig. Sowohl die Makrokamera als auch das Ultraweitwinkelobjektiv sind technisch zu schwach, um überzeugende Ergebnisse zu liefern. Die Weitwinkel-Hauptkamera ist hingegen für die Preisklasse gut und verfügt sogar über einen optischen Bildstabilisator. Während im Vorgänger A22 5G noch der Dimensity 700 von MediaTek als Prozessor zum Einsatz kam, ist es diesmal ein Snapdragon-Prozessor von Qualcomm, der im energieeffizienteren 6-Nanometer-Verfahren gefertigt wird und für die gehobene Mittelklasse konzipiert ist. Die Leistung dürfte dementsprechend auf hohem Niveau liegen. Der kapazitätsstarke Akku harmoniert zudem gut mit dem modernen Chipsatz, was zu guten Laufzeiten führt. 2 Tage bei normaler bis häufiger Nutzung des Gerätes sind locker drin. Das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ist ein Smartphone, das in der Mittelklasse mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten will. Für rund 300 Euro geht das Gerät über die Ladentheke und hat allerhand Tricks auf Lager, muss dafür aber auch einige Abstriche machen. Das Display löst in ausreichend scharfem Full-HD auf und schafft eine maximale Bildfrequenz von 120 Hz. Dadurch sind Bewegungen auf dem Bildschirm extrem flüssig, was allerdings stark am Akku nagt. Mit 5000 mAh ist das aber kein Problem. Der Akku sollte auch bei 120 Hz 1 bis 2 Tage durchhalten und ist bei Bedarf mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen. Die Konnektivität ist eine der Stärken des Geräts.
Das Nordsee E2 Lite 5G funkt neben LTE auch im modernen 5G-Mobilfunk, besitzt eine NFC-Schnittstelle zum kontaktlosen Bezahlen via Google Pay und hat modernes Bluetooth 5.2 an Bord. Beim WLAN muss man sich mit dem älteren, aber immer noch soliden Wi-Fi 5 begnügen. Kein Grund zur Abwertung. Auch bei der Leistung muss man sich keine Sorgen machen. Mit dem Snapdragon 695 hat das OnePlus einen recht aktuellen Chip aus ehemals etwas teureren Geräten an Bord, der für eine flüssige Bedienung sorgt und auch gelegentliches 3D-Gaming mühelos bewältigt. Auch in der 8. Generation des Realme erweist sich der nicht mehr ganz so junge Newcomer als echter Preisbrecher. Mit dem Realme 8 bringt der Hersteller die begehrte und beeindruckende OLED-Bildschirmtechnologie auch in die Klasse unter 300 Euro. Erstaunlich ist, dass das etwas teurere Schwestermodell mit 5G-Mobilfunk auf OLED verzichten muss. Dafür hat es eine Bildwiederholrate von 90 Hz. Beim Realme 8 4G muss man sich mit handelsüblichen 60 Hz begnügen. Angesichts des kontrastreichen und scharfen Panels ist das aber kein Beinbruch. Vor allem nicht in dieser Preisklasse. Wie so oft bei günstigen China-Handys wird beim Akku geklotzt und nicht gekleckert. Mit 5000 mAh Kapazität und immerhin 30 Watt Schnellladegeschwindigkeit ist das günstige Gerät auch in dieser Disziplin gut aufgestellt. Intensivnutzer kommen damit locker über den Tag und Gelegenheits- bis Wenignutzer können mit bis zu 3 Tagen Laufzeit rechnen. Die Laufzeit des 5G-Modells ist allerdings noch etwas besser. Letzteres könnte an dem etwas älteren und weniger energieeffizienten Chipsatz liegen, den Realme hier verbaut. Der im 12-Nanometer-Verfahren gefertigte MediaTek Helio G95 ist mittlerweile 2 Jahre alt. Er bietet zwar immer noch genug Leistung für den digitalen Alltag, erzeugt aber mehr Wärme, wodurch das Gerät in den Händen unangenehm warm werden kann. Das Honor X8 ist quasi der große Bruder des günstigeren Honor X7. Auch wenn sich die beiden Modelle in der Ausstattung ähneln, gibt es doch einige markante Unterschiede. Die Auflösung des X8 ist mit 2388x1080 Pixeln deutlich höher. Die Kameras sind etwas besser, vor allem die Frontkamera, und das anders gestaltete Gehäuse des X8 ist schmaler. Dies geht allerdings zulasten der Akkukapazität, was sich auch in der Laufzeit bemerkbar macht. Der Snapdragon 680, der für das Display des X7 vollkommen ausreicht, stößt bei der deutlich höheren Auflösung des X8 häufig an seine Grenzen. Zudem ist der Speicher nicht erweiterbar. Wem eine höhere Displayauflösung nicht besonders wichtig ist, der kann getrost zum X7 greifen und dabei auch noch rund 50 Euro sparen. Dem rund 500 Euro teuren Honor 50 stellt der Hersteller eine günstigere Lite-Version zur Seite, die in der Mittelklasse angesiedelt ist und damit in Konkurrenz zum Topseller Samsung Galaxy A52 oder Preis-Leistungswundern wie dem Poco F3 tritt. Leider schneidet das 50 Lite im Vergleich zu diesen Schwergewichten nicht so gut ab, denn der Hersteller hat aktuelle Trends weitgehend verschlafen und bietet eine Technik, die eher dem Standard von vor 1 bis 2 Jahren entspricht. Während hochwertige OLED-Displays mit 90 oder 120 Hz in dieser Preisklasse mittlerweile gang und gäbe sind, bietet das Gerät lediglich ein IPS-Display mit 60 Hz. Da hilft es auch wenig, dass dieses nahezu randlos erscheint und einen guten Schärfeeindruck bietet. Auf der Rückseite befindet sich ein Kameraquartett. Leider hat sich Honor wie viele andere Hersteller dazu hinreißen lassen, Schrottlinsen für Makro- und Tiefenschärfeeffekte zu verbauen, deren Praxistauglichkeit fragwürdig erscheint. Immerhin bietet die Hauptkamera eine solide Fotoqualität. Die Ultra-Wide-Kamera und die Selfie-Linse sind für diese Preisklasse bestenfalls Durchschnitt. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Smartphone war euer Favorit? Schreibt's in die Kommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.